Servus Leute, hier ist wieder euer Boompower und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Gegen den RIP mit den Johannitern oder auch Empire Total War genannt. Wir bauen eine hübsche Armee auf, nehmen immer weniger pro Runde ein und machen daraus noch weniger mit einer weiteren Einheit. In der Zwischenzeit müssten wir eigentlich auch wirklich die Bauernhöfe ausbauen, aus dem schlichten Grund, weil sie... Warte mal. Macht es eigentlich einen Unterschied, den hier auszubauen? Moment. Fruchtwechsel in 4 Früchten, 150 Provinzwohlstand, Wahrscheinlichkeit plus 0,3. Und das Ding hier, 225, senkt Wahrscheinlichkeit 0,3. Ich glaube, der hier ist besser. Nee, der hier ist besser für den Provinzwohlstand. Der hier ermöglicht mir, eine neue Technologie zu erklauen. Machen wir... Nee, warte, den haben wir ja schon entsprechend. Den haben wir ja hier drüben schon ausgebaut, ne? Ja, genau, den haben wir hier drüben. Das heißt, wir machen hier am besten gleich mal was für den Provinzwohlstand. Hier müssen wir auch bald noch ein bisschen was machen, ne? Gilt auf jeden Fall zu beachten. Der geht jetzt hier rüber. Der geht auch gleich darüber. Die Einheiten beordern wir mal weiter. Nach Algier. Und lassen wieder einen zurück. Komplettes Ziel ist und bleibt Tunis. Dieser Kerl ist, ja, ganz ehrlich, tschüss, brauche ich nicht, ich habe keine Flotte mehr, ich bin eh, was die betrifft, total unterlegen. Die totale Unterlegung so ungefähr. Ja, Frieden kann ich mit denen wahrscheinlich immer noch nicht machen, gehe ich mal von aus. Oh, das ist ein neuer. Wie ist eigentlich unser neuer? Ah, der ist auch schlechter. Der letzte war plus 4. Hast du Bock auf Frieden? Nein, hast du nicht. Okay, wäre auch blöd gewesen, wenn wir die Stadt noch zurückerobern wollen. Die sollen mal schön weiter rebellieren, die schön weiter kaputt machen und so. Wir müssen hier schön weiter aufbauen. Ich glaube, von den nächsten Guild wollen wir am besten einen General. Weil wir brauchen mal wieder einen neuen General. Ganz klar. Ah, Frankreich und Spanien, Mann. Wenn ihr meine Verbündeten wärt, wäre das alles nicht passiert. Die Johanniter, wenn man aber auch mal so zurückdenkt, sind die Johanniter in jeder Kampagne wirklich eine Nation, die... warte mal, oder sind die eigentlich im Italienverbund dabei? Wovor ich was Falsches sage. Also entweder sind die Johanniter wirklich komplett alleine, bleiben aber auch auf ihrer Insel. Oder die... Oder sie sind halt in dem Italienverbund mit dabei. Würde theoretisch ja auch Sinn machen, wenn man mal ehrlich ist. Weil wir ja geschätzt werden untereinander. Wir schätzen uns. Leider kann ich nur denen jetzt kein Bündnis mehr anbieten. Also ich kann es schon, aber sie lehnen es ab. Ist irgendwie auch verständlich, wenn ich gerade mit Gott und der Welt im Krieg bin. Sonst werden die da nur in irgendeiner Art und Weise reingezogen. Ich kann es ja verstehen. Es ist halt einfach auch nur für mich extrem... RIP. Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen als RIP. Ist ja wie gesagt auch das Motto der Woche. Also was heißt wie gesagt? Am Ende der letzten Folge und ihr werdet es auch merken, auch am Anfang. Gegen den RIP, das Motto. Ich hoffe, ich habe hier weiter geklaut, brav. Die Russen halten jetzt wirklich die Füße still, das ist genial. So, was machen die Italiener? Befreit mich! Oh, das sind die Rebellen. Technologie gescheitert. Natürlich. Ich glaube, um ganz ehrlich zu sein, es bringt mehr, den jetzt hier zurück zu beordern. Es bringt mehr. Weil der boostet meine, der steigt dadurch. Also, es ist, denke ich mal, besser. So, ja, belagert die mal schön, macht die mal schön kaputt. Das ist sehr gut. Wenn ich die Rebellen erobere, habe ich, glaube ich, auch nicht so viel Widerstand wie vorher. Ich kann einen General rekrutieren, das ist sehr schön. Leider kann ich halt keinen wirklich rekrutieren, sondern muss das über diese Schaltfläche machen. Ist nicht so gut dadurch, aber hey, okay. Wieder einen zurücklassen in Algier. Oh ja, da, Forderung nach Reformen wird größer. Ja, genau, du gehst hier mal an die Grenze, das ist ganz gut. Dieses Gebäude würde ich unglaublich gerne mal reparieren, aber ich weiß nicht, ob ich das Geld dafür ersparen will.
Ja, dann müsste ich jetzt nichts rekrutieren, dann hätte ich's. Aber unsere Armee wächst. Die wird gut. Die wird sehr gut. Wir müssten eigentlich jetzt sogar loslaufen, ne? Nur so mal. Wenn wir jetzt loslaufen, werden die, die jetzt hier schön kaputt machen, haben keine Möglichkeit, die zu... Ja. Los. Lauf! Da ist noch ein Dorf. So. Da sinistra. In marcia. Zack. Distribuite le razioni. Das müsste sogar gegen die reichen. Theoretisch. Ob es praktisch reicht, werden wir sehen. Ich werde jetzt tatsächlich mal nichts rekrutieren, damit ich hier nächste Runde das Gebäude, das Observatorium oder vielleicht die hohe Pforte... Oh, dann gibt es mehr Steuereinnahmen. Oh, das wäre genial. Mehr Steuereinnahmen. Oder? Nee, wie war das nochmal? Die Repression ist dadurch dann aktiv, weil dann... Ah, dann ist sogar mehr Zufriedenheit da. Ja, please, 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 please. Das muss gemacht werden. So, ja, guten Tag. So, Frankreich läuft auch noch rum. Österreich. Erklärt ihr mir nicht auch noch den Krieg? Oder am besten noch alle anderen. Polen, Preußen, Österreich. Habe ich ja gerade schon aufgezählt. Wie wär's? Komm, habt ihr Bock? Oder Schweden? Ich wollte eure Rebellenregion einnehmen. Ah, das ist immer noch so ärgerlich, dass ich das hab nicht machen können. Gut, andererseits hätte ich da einen weiteren Schauplatz gehabt, den ich hätte bis halten müssen. Und das ist halt wirklich... Ja. Und warum das Osmanische Reich hier die ganze Zeit so rattert, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich guck gerade mal unten so auf die Karte. Also hier, wenn ihr meine Uhr seht, da unten, da, da. Der Lauf wäre im Prinzip ja folgender. Dass ich jetzt Tripolis zurückerobere, jetzt dann weiter über Ägypten laufe, nach Jerusalem und ab dann wird's kritisch. Weil dann spaltet sich's extrem auf. Aber wenn ich die Provinz Kairo zum Beispiel hätte. Oh, Jemene, das wäre genial. Oh, das bedeutet Steuereinnahmen. Ja, wir haben unsere Steuereinnahmen immer noch auf relativ hoch. Boah, sag mal, Osmanisches Reich. Also bitte, jetzt reicht's aber langsam. Ich kann in den Einstellungen auch abstellen, dass das sichtbar ist. Aber ich will das eigentlich nicht, weil ich möchte ja durchaus sehen, was die alles machen. Und das ist so eine nervige Geschichte. Wo wollt ihr denn jetzt hin? Oh, hi. Und da ist die Schule. Jawohl. Und gleichzeitig bekämpfe ich aber auch die religiösen Unruhen. Das ist sehr gut so. Und jetzt können wir forschen. Leute, wir können forschen. Oh mein Gott. Genial. Nein, das machen wir nicht. Den Empirismus, das ist nur... Oh, das ist eigentlich gut. Das ist eigentlich gut. Allein schon wegen der Technologieforschungsrate. Oh, hier noch mehr. Städtewohlstand pro Runde. Boah, die sind eigentlich richtig gut. Physiokratie. Große Plantagen. Nee. Aber eigentlich müssten wir fast sowas wie Spund- und Ringbajonett machen, weil wir müssen wirklich da jetzt mal hardcore reingehen, weil wir müssen sehr, sehr, sehr viel kämpfen. Und wir haben halt nun mal nur eine Schule. Wenn wir aber genug gekämpft haben und Kairo mal ein Weilchen halten, dann können wir auch in der zweiten Schule, können wir dann noch mehr Sachen forschen. Also das ist schon gar nicht mal so schlecht. So, die Grundidee. So. Okay, jetzt warte ich. Mal gucken, was sie machen werden. Mal gucken, was sie machen werden. Weil ich greife da jetzt nicht ein. Die sollen die Rebellen gefälligst vorher besiegen. Das sehe ich ja. Oh, was? In einer Runde wird Misrata gebildet. Die hier, ne? Ne, Benghazi. Ah, hier, cool. Das heißt, sogar noch ein bisschen Wohlstand. Sehr schön. Wenn ich die erobere. Sehr, sehr gut. Ich wollte hier das Gebäude reparieren. Die hohe Pforte. Repression und dadurch mehr Zufriedenheit. Hier. Das könnte ich eigentlich auch mal machen, komm. Wir haben zwar eigentlich nicht die Luxussituation, dass wir das uns erlauben dürften, aber hey. I don't fucking care anymore.
Jetzt werde ich auch noch Opernsänger. Leute, Leute, Leute. So, du lauf mal zurück. Das machst du gut. Das machst du schön. Guten Tag, guten Tag. Hallo. Das Schöne ist, die werden bei mir auf jeden Fall nicht spionieren in meinen Colleges und so. Weil ich habe ja keine Technologien. Nein, Polen litt auch nicht den Krieg erklären. Pfui, aus. Osmanisches Reich, das rattert wieder extrem vor sich hin. Das wäre so eine richtig geile Funktion, dass man gewisse Nationen überspringen kann. Der mit der Berechnung, dass die wirklich nur im Hintergrund läuft. Während die anderen sozusagen so durchgehen, dass manche dann nur so im Hintergrund berechnet werden. Aber ich meine, hallo, das ist ein uraltes Spiel. Das ist von... Ist das jetzt schon 10 Jahre alt oder 7? Gottes Willen. Das ist schon so lange her. Wie lange ich schon das Spiel da oben habe. Ich habe es ja noch als Disc. Ich bin ja irgendwann komplett umgestiegen auf Digitaleinkauf. Die letzten großen Sachen, die ich mir gekauft habe, das waren so Altspiele von Need for Speed. 3 Stück. Uiuiui, das war gut. Was habe ich da oben noch so? Flight Simulator, Bridge Builder, noch als CDs, muss man dazu sagen. 2 Spiele, die ich überhaupt nicht kenne. FIFA 13, Spore, Sims 2 Super Deluxe Edition. Oder Deluxe, wie es ja richtig heißt. Die ganzen Sims-Spiele. Oh Gott, habe ich viele Sims 3 Add-ons und so alles. SimCity, Anno 2070. Oh ja, das habe ich mir auch noch in so einer Special Edition sozusagen gekauft. Empire Earth. Oh Gott, habe ich nie gespielt. Die haben sie jetzt besiegt. Okay, jetzt kann ich rein. Dann habe ich eben noch Empire. Und dann habe ich noch so Computerspiele-Sammlungen. Ja. Die üblichen Wahlergebnisse, bla bla. Und rein. Sono in Trappola. Aha! Jawohl! Wir erobern unsere Provinz zurück. Gegen den RIP. Ah, das wird aber echt interessant. Also wir dürfen... Der Handel bringt eigentlich so viel. Er bringt wirklich so viel ein, aber wir können einfach nicht. Weil wir den entsprechenden Hafen und so alles dafür nicht haben. Ah, das macht's halt echt nochmal auf einiges schwieriger. Na gut, okay. Generale zurück. Und go for it. Wir müssen eigentlich Harakiri rein da in den Nahkampf. Die haben ihre Artillerie drinnen stehen. Auf Dauer könnten die deswegen die Mauern zerstören. Das ist nicht schön. Die haben nur noch ein paar Linieninfanterien. Das ist nicht so geil. Das Schöne ist... Okay. Also das Blöde ist... Nahkampf kann ich nur noch machen einmal und dann sind sie fest. Das heißt, ich muss ganz speziell auswählen, welche das nur noch sind. Ich würde so also pauschal sagen, dass ich... Ganz kurz langsam mal gemacht. Ich schicke hier 3 Einheiten hoch. Wie viel haben wir denn? 3, 6, 9. Ich schicke hier 3 hoch. Der Rest geht mit Nahkampf auf die entsprechenden Leute los. Die ohne Nahkampf schießen dann auf die hier unten. Und dann ist Feierabend. Das heißt, ihr 3 bildet ein eigenes und geht da hinten hin. Ihr 3 geht in den Nahkampf. Ihr könnt jetzt nie wieder. Doch, könnt ihr noch. Ach, weil ich das Spundbajonett ja noch gar nicht geklaut habe. Ich bin blöd. Ich habe es ja noch nicht mal erforscht. Ich bin davon ausgegangen. Aber die Taktik ist trotzdem nicht schlecht. Okay, das heißt... du gehst hier hoch. 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 Und du gehst auch hier hoch. Los. Go for it. Du kannst eigentlich sogar noch da hochgehen. Du kannst hier hochgehen. Und du kannst auch hier hochgehen. Los. Werf die Anker in die Höhe und go for it. Überlauft sie mit Menschenkraft.
Jetzt schießen sie auf die Mauern, oder? Helft da mal bitte aus. Los, 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 los. Moment. Die sind schon komplett oben. Oh, genial. Oh, genial. Dann bitte hierhin. Los. So, ihr müsst zahlen. Oh, wieso haben sich da jetzt wieder alle versammelt? Das ist blöd. Das ist richtig blöd. Dadurch geht die eine extrem hops. Ah, die sind auch teilweise runtergegangen. Hallo, ihr müsst da aber auch bitte hoch ein bisschen schon. Also ihr müsst schon Druck ausüben. So, ihr geht jetzt bitte auch da hinten hin. Sofort. Weil wir müssen das ausnutzen, dass wir hier zahlenmäßig sehr gut dastehen. Alter, hört auf, meine Mauern kaputt zu machen. Das sind immer noch meine. Ihr dürft da nicht hin. Oh Gott. Halt, halt. Was ist da los? So. Bitte da aufstellen. Du bist auch davon betroffen. Da aufstellen. Wer bist du? Du bist da. Okay, sehr schön. Du gehst da bitte auch sofort hoch. Drücken, pressen. Das ist natürlich jetzt... Oh Gott, wir haben so herbe Verluste zu beklagen. Das ist eigentlich wirklich nicht gut. Das ist nicht gut. Dadurch könnten wir sogar echt noch böse verlieren. Ja, weil die gehen alle hoch und laufen denen sozusagen richtig ins Messer rein. Das ist nicht schön. Hallo, ich möchte es auswählen. So, los, lauf. Oh nein, die ersten fliehen. Warum fliehen die ersten? Ja, aber jetzt fliehen die. Sehr schön. Das ist gut. Ihr sollt aber auch bitte laufen, nur so. Ihr Deppen. Wir sind hier nicht auf dem Kaffeekranz. So, komm, jetzt. Angriff, Angriff. Hier drauf pushen. Los. Ja, die haben Bajonette und das alles. Oh Gott, das Willen, wieso? Nein, aufhören. Nein. Lass das. Das tut weh. Jetzt, komm. Los, laufen, laufen, laufen. Komm, komm. Einfach hier RIP machen. Los. So schießt sie tot. Ihr lauft jetzt einfach Fullham da rein. Das ist gut. Wartet mal, Leute. Was macht ihr denn da? Los. Ihr helft jetzt mal hier aus. Ihr helft auch hier aus. Das kann nicht wahr sein. Hört auf, die ganze Zeit zu schießen. Aus. Oh Mann. Ja, es ist dumm, so drauf zu laufen. Aber was soll ich denn machen? Von hinten? Ja, mache ich ja mit denen jetzt. Das war sozusagen mein Köder. War Taktik die ganze Zeit. Hört auf, doch gar nichts zu machen. Das ist doch unglaublich. Los geht's. Oh Gottes Willen, KD, please. So, sehr gut. Macht's alle kalt. Die Kanonen haben viel zu viel Schaden angerichtet. Das kann doch auch nicht wahr sein, oder? Hier. Wir müssen sie einfach zahlenmäßig überrennen, Leute. Das ist doch wohl nicht wahr, oder? Ihr sollt nicht schießen, ihr sollt da hochgehen, verdammt nochmal. So. Geht doch. Ja, Mann! Viel zu hohe Verluste. Viel zu hohe Verluste. Ich bin nicht mit dieser Schlacht zufrieden. Weil das alles kostet. So. Jawohl. Provinz erobert Tripolitanien. Perfekt. Hier. Webhaus bauen. Zack. Die Konvertierung überlassen wir ein anderes Mal. Wie viel kostet das? 2600. Au. Das tut weh. Das tut richtig weh. So, ihr kommt da jetzt nicht mehr so einfach rein. Ich
werde da einen entsprechenden positionieren. Da lasse ich die Einheiten erstmal drin. Wir werden jetzt hier schön weiter forschen. Gegen den Rip. Die erste Eroberung ist wieder da. Oh, die haben Schiffe abgezogen. Aber die haben halt einfach Linienschiffe der 4. Klasse. Was soll man dagegen machen? Ich kann maximal der 6. Klasse bauen. Einfach aufgrund unserer mangelnden Forschungen. Wir holen jetzt langsam auf. Technologisch sind wir am Ball. Ich bedanke mich vielmals fürs Zugucken. Wieder ein bisschen längere Folge. Mal gucken, vielleicht muss ich die nächsten ein bisschen kürzer machen. Vielen Dank. Und gegen den Rip.